Heute in der Folge geht es wieder um ein neues Cartoon-Häuschen für unsere Cartoon-Ecke und zwar von der Serie The Cuphead Show. Vielleicht hast du die schon gesehen, die erste Folge ist ja schon draußen, vielleicht wenn du das Video guckst, ist schon die ganze Staffel da. Kann ich dir nur empfehlen, ist eine tolle Serie und sehr unterhaltsam, man kann sie sich ruhig angucken. Ja, und damit auch diese zwei Tassen in Minecraft hier ein bisschen was erleben können, müssen wir ihr Häuschen erstmal bauen. Von daher schnapp dir deine Blöcke und dann geht's los. Für den Start heute holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen weiße Beton einmal raus. Lagerfeuer, Tropenholz, Treppe wie Zaun, türkises Glas, glatte Steinstufe, Würbretter, glatte Quarzstufen und steinzige Treppen. Legen wir erstmal los, unseren Grundriss uns zu zeichnen und damit setze ich mir erstmal hier eine gerade Reihe von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcken erstmal. Denke ich zur Seite jeweils nochmal 3 weitere Blöcke, das machen wir synchron wieder auf beiden Seiten. So, auf der Seite setze ich jetzt hier insgesamt nur 5 Blöcke hin. Wir zählen den einen mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5. Gehen wieder 3 Blöcke so nach oben. So, andere Seite auch nochmal. Hier ab dem dritten zählen wir mal mit. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wieder 3 Blöcke hoch. Und ganz oben setzt ihr noch jeweils einen weiteren Block an. So, jetzt haben wir hier oben eine Zweierlücke. Da wird später unsere Türen stehen. Wer möchte, kann hier auch gleich schon mal provisorisch die Tür hier mit 3x Blöcken hier einmal platzieren. Ansonsten nehmen wir wieder unseren Beton und jetzt ziehe ich mir jetzt hier an den Seiten das Ganze einmal hier auf die nächste Ebene. Lass es mir einmal wieder überstehen. So, in der Ecke setzen wir halt einen einzelnen Block hin. So, dieses Spiel, das wiederholen wir so oft, wie wir halt hier jemals hier eine Ecke haben. Und wenn wir dann hier einmal ringsherum gezogen sind, geht schon wieder weiter mit der nächsten Ebene. Und zwar, ja, seht ihr schon, geht das Ganze dann so auf. Also hier einfach die nächste Ebene so gerade langziehen. Verbindet sich dann hier mit der anderen Seite. Wunderbar. So, das machen wir einmal rum. Und dann wollen wir das Ganze auch gleich ein bisschen höher ziehen. Und zwar habe ich mir gedacht, machen wir das Ganze auf insgesamt 4 Blöcke. Der zählt schon mal mit. Also 1, 2, 3, 4. Und dann können wir das hier alles nach oben ziehen. Über unserer Tür könnt ihr das auch gleich einmal zuziehen, sodass wir halt hier nur 3 Blöcke haben. Wenn ihr das soweit habt, geht es jetzt ran, unser Tassenhaus auf wie eine Tasse ein bisschen mehr aussehen zu lassen. Und zwar auf der einen Seite. Platziere ich mir jetzt hier einfach eine Dreierbreite und würde mal sagen Dreierhöhe, aber nur Zweierdicke hier einmal hin. Und zwar soll hier vorne, sage ich mal, von unserer Tasse so vorne, ja, der Henkel kommen. So, da mache ich dann nochmal so ein 3x2er oben einfach mal so rauf, ne, dass wir hier so ein bisschen so diese Tasse hinbekommen. Und wer möchte, kann gerne noch so machen, dass wir hier einfach ein Lagerfeuer einbauen und dann qualmt sogar unsere Tasse. Schick. So, auf der anderen Seite machen wir den Henkel. So, das heißt auch hier wieder... Da mache ich mal einfach mal so eine Dreier-Plattform auf eine Zweier-Dicke. Dann darüber 2 Blöcke Platz lassen und dann nochmal 2er-Dicke. So, oben wie unten in der Mitte ein platzieren. Das verbinden wir oder an der Seite noch einmal verstärken. Wunderbar, das ist jetzt schon unsere Tasse. Das Dach setzen wir gleich noch auf. Aber erstmal wollen wir das Ganze noch ein bisschen mehr verfeinern. Und zwar, dass wir hier natürlich noch ein paar Fenster an die Seite setzen. Dann mache ich jetzt einfach hier, schlage ich einfach mal so ein 2x3 Fenster mal weg. So, unten wie oben setzen wir einfach ein paar Treppen hin und in der Mitte verstärkt ihr das einfach nochmal mit Zaun. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Erst bei unten kommen die Treppen hin. So, und in der Mitte einfach der Zaun. Schick. So, jetzt können wir dahinter gleich einmal unsere Glasblöcke platzieren. Dann ist das ja auch abgeschlossen mit den Fenstern. So, wunderbar. Man hat jetzt nicht unbedingt in der Serie gesehen, ob sich auch diese Fenster auf der Rückseite befinden. Falls ihr es machen wollt, dann könnt ihr es gerne tun. Ansonsten halt nur auf der Vorderseite. So, bei der Tür setzen wir unten eine kleine Fußmatte hin. Am besten so eine 4er Fläche. Dann setzen wir darüber nochmal eine Quarz-Stufenreihe, um die Tür ein bisschen zu verkleinern. Aber wir kommen noch durch. Die Tassen sind sowieso ein bisschen kleiner, von daher passt das. Aber ich sag mal, unser Skin ist ja auf einer Höhe von 2 Blöcke und ja, wir kommen ja noch perfekt rein. Denn über der Tür befindet sich ein Hufeisen. Das können wir einfach mal darstellen, indem wir hier, zack, so 2 Treppen umgedreht hier platzieren. Jetzt wollen wir natürlich unser Tassenhaus wieder weiterbauen und zwar kommen wir jetzt zum Dach. Dafür holen wir uns jetzt einfach mal ein paar Heuballen raus. Weißer Beton, nur im geringen Maß, brauchen wir noch. Dennoch Würstufen, Steinziegelmauer, Eisengitter, Schleifstein und ein Fichtenholzstufe. So. Die Fichtenholzstufe verbauen wir jetzt erstmal als erstes. Und zwar befindet sich die, ja, so als kleine Bänke so unter unseren Fenstern, die wir einfach so schräg dahin platzieren. Und wenn wir das abgeschlossen haben, geht es jetzt los mit dem Dach. Das heißt, die Heuballen nehmen wir zuerst.
Und wir machen die jetzt erstmal hier oben am Rand von unserem Haus einmal so lang. So, zack, 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 zack. Anseite genauso, ja, einfach so schön erstmal langziehen. Wenn ihr die Heubeine dann einmal rumgezogen habt, könnt ihr auf unserem Beton einmal die Heubeine nochmal setzen, aber diesmal so, dass sich denn hier das Muster zur Seite ein bisschen abneigt. Denn wir müssen so eine kleine Textur ins Dach bekommen. Und wenn ihr euch ihre Heubeine jetzt so kreuz und quer setzt, dann ja, sieht das nicht so schick aus. Und da müssen wir hier mal wieder ein bisschen drauf achten, so die Heubeine hier aufrecht hinzustellen. Und dann fällt uns das natürlich jetzt auf, wir haben hier an der Ecke noch was. Also ihr könnt ja entweder die Heubeine so recht platzieren. Oder ihr sagt doch, nee, ich will die lieber zur Seite machen, dann könnt ihr auch seitlich platzieren. Ne? Ihr könnt euch da austoben, wie ihr wollt. Die nächste Reihe, da müssen wir wieder, sag ich mal, erstmal hier uns eine Blockebene innen drin platzieren. Denn ich möchte mir die Heubeine wieder aufrecht hinstellen. Und da ja, brauchen wir einfach irgendeine Blockebene. So, als Markierung, hier eine weiße Ebene. Und dann zieht ihr euch hier wieder so ganz entspannt die Heubeine hier einmal so lang, schön im Viereck. So, dann wollen wir wieder nach diesem Viereck wieder das nächste bauen. So, jetzt werde ich mir jetzt aber hier, sag ich mal, innen drin das Ganze ein bisschen kürzer ziehen, sodass ich in der Ecke immer einen Block Platz habe. Da setze ich unten nochmal einfach einen Block hin. Warum? Weil ich möchte mir da gerne einen Heuballen aufrecht hinstellen, sodass die Textur natürlich auch oben ist. So, zack, zack, zack. Und auf den restlichen Blöcken setze ich mir wieder meine Heuballen so aufrecht hin, dass wir hier diese schöne Textur bekommen. Danach wieder setzen wir eiskalt so ringsherum hier wieder unsere Betonreihe. Und darauf setzen wir dann wieder hier einmal unsere Heubeine. Genau. Zu guter Letzt mache ich oben das einfach mal dicht und setze wieder meine Heubeine aufrecht hin. Wenn wir das haben, geht es ran, auch unser Dach noch wieder mehr zu verfeinern. Sieht ja erstmal gar nicht mehr so schlecht aus. Jetzt geht es so weiter, dass ich jetzt hier an der Seite einfach mal zwei Blöcke Platz lasse. Hier auch. Setze mir einfach so einen Block hin und dann gehe ich nochmal einen so schräg nach oben hin. Und dann sollte ich hier auch nochmal zwei Blöcke Platz haben. Haha, das geht auf. So. Muss ich mal kurz gucken hier an der Seite. Da machen wir das mal ein bisschen anders. Ich glaube ein bisschen enger. So dass wir hier nur einen Block in der Mitte haben. Aber das geht. Das können wir ruhig machen. So, Vorder- und Rückseite. Achten wir mal auf die Zweierabstände. Zack, können das hier so hinsetzen. So, an der Ecke hier. Zack, einer weiter. Okay, jetzt könnt ihr noch was machen. Und zwar jetzt hier von der nächsten Ebene. Die Ecke, entweder macht ihr euch die so hin, dass das Heumuster zu der Seite zeigt oder dahin. Obwohl, nee, Quatsch. Lieber nach hinten weg, weil dann geht das hier mit der Ecke ein bisschen über. Ne? Seht ihr das? Ja, dann geht das Muster hier auf. Wunderbar, das mache ich auf der Rückseite auch nochmal. So, so. Einfach hinterher ziehen. Schick. Jetzt ist mir aufgefallen, jetzt habe ich eine Reihe falsch gezogen. Und zwar diese hier. Wenn ich mal gucke, also die dritte Reihe hier. Die sollte nicht aufrecht stehen, sondern eher liegend sein, damit das sich hier wieder mehr abhebt. Um zu zeigen, so hey, hier ist eine neue Dachebene. So, das heißt, ich lege mir die hier einfach mal hin. So, um das Dach jetzt wieder noch ein bisschen zu verfeinern, würde ich mal sagen, den an der Seite, den legen wir einfach mal hin, um die Textur ein bisschen hervorzuheben. So, ganz oben setze ich nochmal zu zwei Blöcke einfach mal hin. An der Seite hier beim Dreier, zack, einer hin. Wieder vorne zwei und an der Seite hier einen. So, und dann haben wir unser Dach von der Tasse fertig. Genau, so sieht das aus. Wer möchte, kann auch gerne sich einen Schornstein platzieren. Irgendwo jetzt hier einfach mal zack, kleinen Schornstein hin. Und obendrauf setzen wir noch so eine kleine Antenne. Ich mache die mal hier hin. So, zweimal Rohr, einmal Schleifstein und an der Seite nochmal das Eisengitter. Damit hätten wir denn das Häuschen auch fertig. Jetzt können wir nochmal hier kurz vorne einmal gucken. Wenn ihr euch das natürlich ein bisschen originaler machen wollt zur Serie, könnt ihr vorne noch einen Zaun machen. Es ist nicht richtig gezeigt, ob der Zaun noch einmal ringsherum ums komplette Haus ist. Ihr könnt euch wirklich mal den Zaun dann so ein bisschen aufhalten mit ein paar Büschen. Setzt dann noch ein paar Bärensträucher hin, sie können schick aus. Vorne im Garten sah man ein paar Beete. Da war nicht wirklich was drauf gepflanzt, aber ich habe da einfach mal was angesehen. Dann hatten sie noch eine Ziege vorne angebunden und einen kleinen Brunnen, den man sich auch basteln kann. Da könnten wir jetzt theoretisch ja auch Minecraft Wasser reinmachen. Einmal, einmal, einmal. So, dann machen wir hier nochmal Wasser rein. Muss ja alles schick sein hier. Ja. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Von The Cuphead Show steht jetzt das Häuschen da. Die zwei Tassen können jetzt ihre Abenteuer auch hier bei uns in Minecraft erleben. Und wenn du natürlich auch noch was erleben willst, dann schau mal oben in die Infobox. Da habe ich dir noch ein bisschen was zusammengestellt. Ansonsten abonniere einfach den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Und dann war es das hier wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut's rein und ciao.